Und jetzt zum Wetter. Andere Radiostationen sagen das Wetter maximal für eine Woche voraus. Walzwelt kann das Wetter schon Monate im Voraus sagen, dank dem Sonnenpriester. Der Sonnenpriester in der Sendung vom 28. Februar hat er das Wetter vorausgesagt für den 8. Juni 2017. Monate im Voraus. Also ich bleibe dabei, dass es schön wird. Es wird ein sonniger Tag sein. Es wird möglicherweise noch eine gewisse Föhn-Tendenz haben, obwohl das ja eigentlich nicht unbedingt so typisch ist für einen 8. Juni, aber ich bleibe dabei, dass Föhn mit Sonnenschein und es gibt noch gewisse Faktoren, die noch, auch noch vorhanden sind, die ich nicht ganz exakt kann deuten. Es ist noch ein Mond, der über eine Achse läuft und da kann es natürlich noch ein paar Wölkchen geben, aber der die anderen guten Konstellationen für Schönwetter, die sind dermaßen stark, dass eigentlich der Überlauf vom Mond über die Achse, der meistens ein bisschen Wolken und ein bisschen Trübung bringt, dass das nicht allzu stark dann kann ins Gewicht fallen. Das ist meine Deutung. Und darum habe ich noch gesagt, es ist nicht ganz eine sichere Prognose. Es ist also eine unsichere Prognose, aber ich mache sie doch so, wie ich sie gemacht habe. Der Sonnenpriester in der Sendung vom 28. Februar, der 8. Juni 2017, wird schön. Meteorologen von anderen Radiostationen staunen ungläubig. Radio Beyond Imagination. Walzwelt, Walzwelt, Walzwelt.